Ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge Chainsim World 4, denn ich spiele das hier zusammen auf dem PC. Wir befinden uns auf der Strecke München-Augsburg, Augsburg-München und befinden uns hier aktuell in einer Baugrube, denn hier wird fleißig gebaut an der Strecke in Augsburg. Und ich habe mir gedacht, wir machen heute mal ein ganz besonderes, schönes Szenario mit einem wunderschönen Zug, den ich mir selber zusammengestellt habe. Das mit dem selber erstellten, beziehungsweise Szenario selber erstellen, das ist noch so eine Sache, das habe ich versucht, das ist echt schwer. Deswegen habe ich mir gedacht, machen wir erstmal so ein Szenario mit eigenem Zug zusammengestellt. Wenn ihr irgendwelche Ideen habt, wie man das am besten machen kann mit dem Szenario zusammenstellen, selber erstellen, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich bin dafür alles offen. Wir auf jeden Fall haben die Aufgabe, unseren Zug bis nach München zu fahren. Und ja, wir sollten nun auch schleunigst hier wegfahren, denn wir blockieren den ganzen Fernverkehr bzw. auch Regionalverkehr. Ich habe mir gedacht, wir machen heute mal ein bisschen Sandwich, und zwar als allererstes mal die ÖBB F16 Taurus, erstmal die Wagen Metropolitan. Ich habe mir gedacht, ich bin heute mal ein bisschen bunt, ein bisschen verrückt, muss ja auch mal sein. Wie gesagt, ÖBB F16 Taurus, heute für morgen für uns, nächster Halt, Job mit Sinn. Bewirb dich jetzt unter karriere.öbb.at. Ich finde ein wunderschönes Repaint für die Werbung zum Bewerben bei der österreichischen Bundesbahn, und vorne dran die Vectron BR193 in IC Weiß, beziehungsweise in ganz Weiß, und habe mir gedacht, ja, das machen wir so. Ich habe die Route soweit eingegeben, wir sind abfahrbereit. Ich würde sagen, wir machen ein schickes Foto und dann geht's los. Steigen in unser Arbeitsgerät und dann würde ich sagen, los geht's. Müssen wir durch die Zugsicherungssysteme noch einstellen und die AFB. Ansonsten sind wir soweit. Das habe ich jetzt in der Eile ganz vergessen. AFB, Genau. AFB, Die auf 40 AFB. vorlegen, vorwählen. Ups. Zack. Da müssen wir noch kurz in die Einstellung. Wir müssen die PTB mit dem PTB-Modus natürlich auf O setzen. So. Dann die Zugsicherungssysteme. Zugbeeinflussung. So, und da würde ich sagen, lösen wir die Bremse und auf geht's. Türen haben wir, glaube ich, geschlossen schon, genau. Dann kann es losgehen. Zack. Wunderschön. Wunderschön. Und hinten dran haben wir sogar noch eine schiebende PR101. Da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Okay, ist auch mal was anderes. An die habe ich jetzt wirklich nicht gedacht, dass die da hinten noch dran hängt. Aber ja, okay, so ist es dann halt. Die haben wir dann als Schlepplok mit. Die muss in München gewartet werden. Deswegen sind wir jetzt mit drei Lokomotiven unterwegs. Gab's so auch noch nicht, aber ja, im James Team World ist alles möglich. Genau, wir sind jetzt als Sandwich unterwegs und haben die 101 hinten als Schlepplok dran. Die in München halt gewartet werden muss, sich einer Untersuchung unterziehen muss. Und deswegen schleppen wir die jetzt mit. Genau. Machen wir das. Sagen wir einfach, dass es so ist. Da macht es wenigstens Sinn, dass wir die dabei haben. So, das dürfte die LZB sein. Das ist natürlich wunderschön. Das heißt,
Können das komplett nach vorne verlegen und dann hier einmal bestätigen. Zack. Dann haben wir schon 150. Bestätigst du denn nicht? Egal. Das hat er so bestätigt. Hier AFB. Das Ganze mal ein bisschen um, weil hier geht das nicht, okay. So, dann dürfen wir gleich schon 230. Sehr, sehr schön. Dahin bestätigen. So was. Wunderschön. Wunderschön. Einfach nur wunderschön. Einfach nur traumhaft. Und hinten dran unsere Schlepplok, die in München gewartet wird. Ich finde solche Fantasieszenarien wirklich richtig schön. So fiktive Sachen, die es im normalen Leben eigentlich gar nicht gibt und wahrscheinlich niemals geben wird, weiß ich nicht. Wahrscheinlich ist das sogar, dass das ab und zu mal vorkommt, dass wir ein IC oder ein EC noch eine dritte Lok hinterher zieht oder eine zweite, einfach um sie zu überführen. Nebenbei, ich denke, das ist, glaube ich, gar nicht so ungewöhnlich. Ihr könnt es gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr da mehr Erfahrung habt oder mehr Ahnung habt.
Deswegen, ich finde sowas richtig schön, sowas mal so ein bisschen nachzustellen, so halb fiktive Szenarien da zu machen. Für mich ist das richtig schön. Ist ja auch nicht, das hebt sich so ein bisschen ab von der Normalität, finde ich. Alles, was nicht immer so normal ist, ist eigentlich das Beste, finde ich. So, nach wie vor ja, gleich 200. Wir fahren nur 200. Mehr sitzt wahrscheinlich gar nicht drin. Der kann nur 200 fahren. Das ist natürlich kein ICE. Aber 200 ist ja auch schon nicht schlecht. Würde ich jetzt einfach mal tippen. Fahren wir an diesem wunderschönen Tag. Frühen Morgen des 4.5. bzw. 4.5. sag ich schon, des 8.5.2024 von Augsburg nach München in unserem EC, gezogen von der BR 193 Vectron und der BR bzw. der ÖBB Taurus F16 oder F16 Taurus, wie immer ihr das auch nennen wollt. Und hinten dran als Schlepplok die BR 101, die in München gewartet wird, beziehungsweise sich einer Untersuchung unterziehen muss, einer Prüfung. Da sie selber als eigenständig nicht mehr in den Verkehr gebracht werden darf, müssen wir sie halt überführen. Genau das, die Aufgabe übernehmen wir. Nebenbei zum normalen Personenzugdienst. Jetzt fängt es an zu regnen. Das heißt, wir machen hier mal schleunigst die Scheibenwischer an. Muss ich mal kurz das HUD anmachen, sonst sehe ich nichts. Upsa, unregelmäßig. So. Genau. Eieiei, jetzt haben wir auch noch Gewitter, aber jetzt kommt wieder alles zusammen. Ja, ihr hört's. Ui, da zucken die Blitze. Das ist wieder mal genial. Wunderschön, wunderschön. Da kriegen wir ein schönes Foto mit einem Blitz im Hintergrund. Das wäre jetzt geil, dass jetzt klappen würde. Na komm schon, zeig dich. Zu spät, glaube ich. Das war, glaube ich, zu spät. Ich weiß es nicht. Ich werde es erst später sehen. Immer mal wieder die Siefer drücken, damit uns die jetzt nicht dazwischen kommt. Hier rechtzeitig auf den Auslöser drücken.
Ich glaube, wir haben eigentlich ganz gut getroffen. So, was ich auf dem kleinen Foto sehen konnte, haben wir den Blitz, glaube ich, schön mit fotografiert, gescreenshottet, wie auch immer man das sagen möchte. Ich glaube, das wird jetzt auch nichts mehr. Ich denke, das Gewitter hat sich aufgelöst. Oder? Ich würde es noch mal ein bisschen warten. Ich glaube, da tut sich nichts mehr. Das war jetzt ganz woanders. Ich werde es nachher sehen, ob es was geworden ist. Ihr werdet sehen auf das Thumbnail. So, wir haben noch 27 Kilometer bis München. Bei bestem Wetter. Ich wünsche euch in diesem Zusammenhang übrigens einen wunderschönen Feiertag, einen schönen 1. Mai. Mein Gott, wie komme ich denn auf 1. Mai? Einen wunderschönen Vatertag, ein wunderschönes Christi Himmelfahrt. Und ja, ich hoffe, ihr habt frei, könnt den Tag genießen. Denn wenn ihr dieses Video seht, ist es bereits Donnerstag, der 9.05.2024. Wir werden jetzt hier gebremst. Und zwar, glaube ich, auf 160. Ja, auf 60. Ich denke, das ist kurz vor Pasing. Das wird deswegen gleich eingebremst werden. Wobei, das sind immer noch 23 Kilometer, das können wir eigentlich nicht vorstellen. Weil von Pasing nach München sind es ja nur noch 7 Kilometer in der Regel. Es wird irgendwas anderes sein. Ich denke mal Gleiswechsel oder sowas. Auf jeden Fall immer noch gut am Gewittern. Jetzt beende. So, dann müssen wir wieder ein bisschen die Signale beachten hier, dass gleich die LZB zu Ende ist. Schiffen hier.
1,80. Aber auf den Nahverkehrsgleisen, wenn mich nicht alles täuscht. Glaube ich, gleich auch die Möglichkeit, dann in Parsing zu halten. So, 15 Kilometer haben wir noch. Boah. Die Blitze zucken weiterhin. Also das Gewitter ist nach wie vor sehr aktiv hier. Schade, dass wir so wenig KI-Verkehr haben. Aber wahrscheinlich ist das der frühen Zeit geschuldet, dass hier so wenig unterwegs ist, könnte ich mir vorstellen. Ja, da wird ein Parsing sein. Weil mit 90 fährt man, glaube ich, durch Parsing durch. Kilometer, das passt so ungefähr von der Entfernung her bis nach München, Hauptbahnhof. Das dürfte dann Parsing sein. Gehe ich jetzt mal stark von aus. Oh, Fernverkehr, ICE, sehr schön. Wobei wir auch hier Fernverkehr fahren, auch wenn sich das gerade nicht so anfühlt. Falsch. 80. Wir sollten bestätigen, sonst fühlt das nichts.
Was haben wir soweit? Zugbeeinflussung. Müsste eigentlich gleich Zugbeeinflussung. Parsing auftauchen irgendwo. Eigentlich. Wobei wir jetzt gleich schon wieder beschleunigen dürfen, das wundert mich ein bisschen. Oder wir werden jetzt wieder auf die Fernverkehrsgleise umgeleitet. Das kann natürlich auch sein. Das will ich gar nicht abstreiten. Ich glaube, Parsing ist oben rum. Ich weiß es aber auch nicht. Ich glaube, Parsing ist rechts. Oder? Da ist Parsing. Wir fahren an Parsing. Ne, ich könnte doch anhalten. Dann halten wir auch an. Wenn wir schon hier anhalten können, tun wir es auch. So. Dann warten wir hier mal im Parsing, bis die Leute eingestiegen sind. So. Wunderschön. So, dann können wir die Türen schließen. Ich habe sie doch aufgemacht, ich verstehe es nicht. Ach, der macht das wieder nicht. Ach, ist das ein Dreck. Ich verstehe das nicht, warum er das nicht macht. Aber ja, dem ist dann so, ne? Da muss man halt ein bisschen nachhelfen und dann geht das auch. So, das reicht. So, hier hat der nächste Zug um 5.16 Uhr Einfahrt, haben wir noch ein bisschen Zeit. Übrigens, die erste Klasse wollte ich eigentlich schauen, aber man lässt mich nicht. Naja, ihr könnt euch das, ihr wisst ja, wie das aussieht, ihr könnt euch das vorstellen. Wir schließen die Türen. Dann haben wir Ausfahrt. Nächster Halt, München Hauptbahnhof. Wunderschön, wunderschön.
Sollen wir so 130 fahren oder nicht? Eigentlich Blödsinn, aber die tun's. Wir haben hier noch 6,5 Kilometer bis München. Da können wir auch ein bisschen Zahn zulegen hier. Wir haben schon genug Zeit verloren. Die Sonne geht auch langsam auf. Der Regen ist zwar noch da, aber das dürfte sich jetzt auch nicht mehr allzu lange halten, der Regen. Unregelmäßig machen, auch Intervall genannt. So fest regnet es nicht mehr. Genau, schrittweise langsamer werden. Gesagt, 40. Da werden wir garantiert noch quittieren müssen vorher. Von daher sollten wir da frühzeitig auf die Geschwindigkeit kommen, zumindest unter 80, unter 85, damit uns da nichts mehr anbrennt. Ja, das riecht ja doch schon mal ganz schön stark, also hätte ich jetzt nicht gedacht. Das ist wieder mal so typisch. Aber der heutige Vatertag soll ja schön werden, beziehungsweise ist schon sehr schön, schön sonnig und ja. Wir sind heute unterwegs, überhaupt gar nicht zu Hause, deswegen habe ich das Video auch vorproduziert, damit ihr heute wenigstens ein Video von mir seht. Fährt ein schöner Quitschi BF4 23 und auch 25. So, wir gehen schon mal runter 40. Den zucken die Blitze nach wie vor. Also ist wieder mal oder immer noch stark am Regnen. Boah. Kann ich die Scheibenwischer doch schon wieder stärker einstellen. Ich hätte eigentlich gedacht, das ist weniger geworden. So kann man sich täuschen. So, dann haben wir gleich 30. Weil die auch schon hingehen. Und dann sollte das passen. Fahren wir hier schön an der Hackerbrücke vorbei. In den Münchner Hauptbahnhof. Übrigens ein sehr, sehr schöner Bahnhof, kann ich nur bestätigen. Ich war selber live da, zu sehen auf meinem Kanal. Also wirklich vom allerfeinsten. Richtig schöner Kopfbahnhof. Wir werden halten an Gleis 15.
Beeinflussung. Schön hier in den Bahnhof einfahren. Die SIFA betätigen. So, Scheibenwischer können wir, glaube ich, ausmachen. Hier unter Dach. Dort steht auch schon ein wunderbarer ICE3, dürfte das sein. Ah, du hast ja schon das Ding, um Gottes Willen. Ah. Wir stehen. Im Himmel hilf. Wir stehen. Um Gottes Willen. Alter Schwede. Boah. Ja. Alter Schwede, ey. Das müssen wir noch mal kurz ändern hier. Das müssen wir mal ganz kurz ändern. Ganz ruhig. So, ich glaube, das ist schon ein bisschen besser. Das sind auch alles heile, ja. Im TSB ist alles heile. Im Normalfall hätten wir uns jetzt wahrscheinlich die Puffer irgendwie total verbogen. Ich weiß es nicht, der Prellbau wäre, glaube ich, auch nicht mehr so ganz. Alter, sind wieder gegengerasselt. Aber das passiert dem Besten. Das habe ich sogar schon mal bei YouTube gesehen. Also von daher, ja. Wir gehen mal was essen. Also die Türen öffnen wir natürlich noch eben hier. Und dann werden wir erstmal frühstücken gehen, würde ich sagen. Ich weiß nicht, warum er die Türen hier nicht öffnet. Warum er das bei gespawnten Zügen nicht macht. Naja, es ist halt so. Kann man nichts dran machen. Ach ja, wir könnten die 101 noch eben abkuppeln. Die eigentlich noch ins BW fahren. Und das signaltechnisch hinhaut. Weil die muss ja untersucht werden. Das könnten wir eigentlich noch machen, oder? Was haltet ihr davon? Können wir doch eigentlich noch eben machen. So, versuchen wir das einfach mal. Störung, Störung. Natürlich noch die Spitzensignale auf weiß stellen. Da führt ja gar kein Weg dran vorbei. So.
So, dann versuchen wir den mal ins BW zu kriegen. Versuchen wir den mal hier ins BW zu kriegen. Irgendwie. Dann glaube ich grün, beziehungsweise fahren wir mal. Weil es natürlich ohne Zugsicherungssysteme. Weil die muss ja noch untersucht werden. Leistung aufschalten hier, sonst wäre das zu langsam. So, hier innerhalb des Bahnhofs darf sie schon noch fahren, nur halt nicht mehr auf längere Strecken. So, dann werden wir hier einfach gleich vom Tor anhalten und fertig. Weiß nicht mehr, ob wir da reinfahren können. Könnt ihr mal versuchen. Könnt ihr einfach mal versuchen, würde ich sagen. Gucken, was passiert. Guck an. Und dann fahren wir auch ganz rein. Wenn wir schon durchs Tor fahren können, dann machen wir das auch. So, machen wir jetzt erstes mal die Scheibenwischer aus. Na komm. Ach, komm. Mein Gott, wo ist denn hier der?
So, dann rüsten wir die ganze Kiste mal ab, würde ich sagen. Bremse anziehen. So, Lichter aus. Aus. So. So. Ich denke, das war's. Dann können wir hier Feierabend machen? Wieso bin ich denn jetzt so hoch? Hä, was ist denn das jetzt schon wieder hier? Manchmal verstehe ich das ganze System hier nicht. Was? Egal, komm, wir sparen uns das. Es bringt nichts. Ivi läuft hier überhaupt nichts mehr ab und kann nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, was ich noch tun soll. Lassen wir das. Wenden wir das Ganze irgendwie. Ich kann nicht mal mehr raus. Zoom, nichts kann ich mehr machen. Ich wünsche euch, ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Passt auf euch auf, habt einen schönen Feiertag, habt eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Euer Dedenny Spieters. Haut rein. Ciao, Servus und Tschüss.